hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Disgaea 4. Ich hoffe mal, dieses Mal ist es nicht... Ach man, Moment, ich muss noch mal ganz kurz zu meinen Einstellungen vom PC und den Sound etwas niedriger stellen, weil ich verstehe mich gar nicht selber, wenn ich hier laute Musik im Arsch, wollte ich gerade sagen, habe, aber es war zu laut. So, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht asynchron ist. Wenn doch, dann tut mir es leid. Ich werde auch jetzt versuchen, nicht in die Sequenzen reinzureden. Dadurch versuche ich halt zu vermeiden, dass ich wirklich asynchron bin. Und ja, viel Spaß bei Wounded Wild. This is the end for you. Give up already, you thief angel. She's in danger. Desco can sense a certain kind of event coming up. I'm interested in seeing what Tyrant Valvatores is gonna do. Damn! You rebels from Hades! You're here to save the angel? No, we're just here to bring this area under our control. I shouldn't ignore what you just said, but first things first, we need to kill this angel. Sure, go right ahead. I'm glad you're helping to get rid of her. I'm tired of being accused of working with that angel. Right, my lord? Right, but... She's just a dirty thief. Persecuting her is the right thing to do. That is true. She can't complain for being killed after all the things she's done around the Netherworld. Oh, so no lovey-dovey event. Desco is disappointed. No! Bad party! You guys shouldn't give up on her! Demons are so... Then we'll kill this angel and claim the reward! Stop! You! Is a demon trying to help an angel? Out of your mind, my lord? This is only going to give the Corruptment more reason to bring us down. Are you going to shoulder all the crimes that angel has committed in the Netherworld? We can't afford for you to misunderstand how much this is going to affect our ability to accomplish our goal of usurping the regime. You can't seriously be seeing that thief as some woman who's already dead. Head is telling me that she isn't the same woman, but I just can't stand here and watch that happen either. Yes, there it is, the love flag. Ah! Is this what people call the power of love? Desco is amused. The power of love can't be measured by equations, just as I read in a naughty book. Stupid to be an angel's allies! You scum! You have no right to call yourselves demons! Now die! So, ich denke mal, ich kann wieder reden. So. Ich muss echt sagen, was mir... Oh,
Ich hab die gar nicht geheilt. Oh, na egal, es wird schon passen. Ich hab bei dem... bei der Aufnahme gerade gesehen, bei der Szene, dass irgendwie... Ich weiß nicht, Desko kam mir so bekannt vor. Also ich hab jemanden, der ist so ähnlich. Auch eine weibliche Person. Aber die spricht natürlich nicht in der dritten Person. Aber da passt jemand sehr gut. Sie guckt aber leider nicht meine Videos, deswegen weiß sie nicht, dass sie damit gemeint ist. Ich denke mal auch nicht, dass sie damit, also wüsste, wer es gemeint ist, also sie wüsste es wahrscheinlich nicht. So, das Besonderheit an diesem Level ist, glaube ich, gar nicht hier. Okay, dann, ach so, doch, gut, ihr seht da oben links, ihr seht da oben links einen Engel, das ist natürlich die Vulcanus-Tante. Es ist egal, ob sie jetzt stirbt oder nicht in diesem Level, passiert nichts eigentlich. Die sitzt da oben auf so einer Säule, wenn ihr das da unten seht. So, Toro markieren. Wie gesagt, Achso, Invisible, ne? Nee, Worst Damage, okay. Ich versuche wirklich so neutral wie möglich zu sein, weil das könnte wirklich... Ich werde auch nicht versuchen, auf die Attacken einzugehen oder so. Ich versuche einfach wirklich so zu reden, dass es halt, auch wenn es asynchron ist, nicht auffällt. Weil das ist wirklich schwierig mit diesem Programm, jetzt auf diese Schnelligkeit was hinzuarbeiten, dass es nicht asynchron wird. Weil die Videos müssen ja sehr schnell raus. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich durchziehen werde, dass wirklich jeden Tag, also jetzt 5 Tage lang, also noch 4 Tage lang, ob wir jetzt so wirklich die Attacke... Ah, nee, Mist. Ja. Das meine ich zum Beispiel gerade. Das könnte jetzt extrem asynchron gewesen sein. Und Barrage, also was der Queenie gerade gemacht hat, das ist einfach eine geile Attacke. Ja, ansonsten, weil ich muss hier wirklich nebenbei noch was anderes machen. Und deswegen habe ich auch kaum Zeit. Aber da ich das euch versprochen hatte eigentlich und wollte ich das eigentlich machen. Aber ich habe leider zu spät wirklich angefangen. Und es ist halt extrem scheiße. Das weiß ich auch selber, aber ich werde wahrscheinlich das so machen, dass ich, wenn ich halt nach Hause fahre, zu Weihnachten halt, achso, ja, dann würde ich auch gerne noch ein paar Videos aufnehmen. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, um dann halt in den Ferien, wenn ich halt nicht da bin, halt was zum Rendern zu haben. Denn ich habe mit diesem neuen Programm, was ich hier habe, kann ich übrigens, ich muss das auslassen, kann ich übrigens was ganz Cooles machen, und zwar kann ich immer noch weiterspielen. Also ich kann mit dem Rechner, das wird nicht so, also die Performance wird nicht so belastet. Das heißt, ich kann halt auch wirklich, spielen nebenbei. Und das finde ich halt richtig geil. Ihr seht auch gerade, Mimise ist unglaublich stark und er wird übelst krass sein. Also er ist übelst krass und ja, das ist schon richtig geil. Oh, jetzt bin ich da. Was mache ich jetzt? Achso. Ja. Also Mimise ist wirklich stark geworden und ich mag ihn wirklich vom Charakter her. Also wenn man sich das wirklich überlegt, habe ich eigentlich wirklich jemanden, der Desko ist, jemanden, der Fuka ist. Die ist auch cool, die sind auch beide Freunde. Also Fuka und Desko. Und ja. Ansonsten habe ich leider keinen mehr. Also Mimise würde mir jetzt so spontan keiner einfallen, der wirklich so ist wie Mimise. Lucy Katzen, Statue da im Hintergrund ist auch irgendwie süß. Also sehr kindlich gehalten hier dieser Park. Ich muss jetzt hier irgendwann mal. Es ist echt hier sauschlecht zu sehen. Auf meinem Fernseher. Ah, müssen wir jetzt machen, dann. Ja. Das klappt hier alles sehr gut gerade, merke ich. Ah, dieses ganze Liften, das nervt irgendwie. In diesem Level.
Sie ist doch von mir, oder nicht? Ja, wollte ich schon sagen. Die gehört doch zu mir. So, ansonsten versuche ich das mal so zu machen und dann passt das schon. Ich sollte auch aufhören, immer so wie nach nach jedem Zug sozusagen zu exekuten, weil das kann ich doch alles zusammen machen. Dann muss ich halt, spare ich halt ein bisschen ein paar Sekunden und ja, wie gesagt, ich spare dann halt ein paar Sekunden. Das ist eigentlich totaler Blödsinn, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Und naja, es ist ja erstmal egal. Komischerweise hat die Vulkanus-Tante noch gar nicht angegriffen, oder? Die hat noch gar nichts gemacht. So, hier kann ich wieder nicht die Lüfte. Ich muss jetzt hier. Ja, es ist wahrscheinlich wieder asynchron, aber naja. Wie gesagt, ich kann das halt jetzt in der Zeit jetzt hier nicht schnell machen. Und ich habe mir überlegt, ob ich was in Kleine mitnehme. Ob ich dann doch nicht 5 Videos raushaue, sondern wirklich nur 2 oder weniger. Weil es ist wirklich so viel Arbeit gerade. Ich habe wirklich nichts aufgenommen vorher. Und Lucifer's Call hat mich auch wirklich gestern richtig angestrengt. Und dann habe ich halt noch das hier gerendert. Oh, ich habe alle benutzt. Dann habe ich halt das gerendert und dann habe ich gesehen, okay, 5 Stunden habe ich über Nacht gemacht. Und dann habe ich halt 5 Stunden dann hochgeladen. Und das sind halt 10 Stunden, das ist halt übelst krass. Und ja, das dauert halt ewig und es ist sehr, für mich sehr lästig. Und das wäre halt in den Ferien nicht so, weil dann kann ich halt nur rendern, aber nicht hochladen. Und daher fällt eins weg. Aber ja, gut. Wie gesagt, ich habe jetzt auch versprochen, dass ich das so mache. Und ich versuche wenigstens, ach, die greift ja, ja. Versuche das wenigstens einzuhalten und der kriegt wahrscheinlich wieder keinen Schaden. Oder doch? Nein, kriegt er nicht. Ach, es ist gerade ein bisschen müde, aber von der Story von Vizcaya 4 ist es gerade sehr gut. Also nicht, es ist nicht öde von der, vom Spiel her, sondern wirklich von dem Hochliften, von dem, warum hast du denn nichts gemacht? Na egal. Von dem Hochliften und von dem Machen und Schmeißen und Attackieren und so weiter. Das ist halt sehr nervig. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich hier reden soll. Ich hab gestern dann halt noch so ein Minispiel gemacht bei Lucifer's Call, falls wer das Lucifer's Call nicht gesehen hat. Und ja, es war sehr anstrengend, würde ich mal behaupten. In meinem Fall, also. Warum kann ich denn hier nichts machen? Ach, ist das gar nicht meiner? Ach, das ist ja gar nicht meiner, oh. Mist, verdammter Mist. Na egal, wir haben ja noch genug andere Charaktere, die sich bewegen können. Wo ist denn jetzt hier noch jemand, der sich bewegen kann? Fragezeichen. Beziehungsweise, wo ist denn hier noch jemand, der noch nicht von uns verdroschen werden möchte? So, dann mache ich mal das alles und dies und das. Aber ich finde, also ich habe auch was vor. Und zwar, wenn das Kaya 4 durch ist, dann versuche ich mal wirklich so ein Resümee zu machen. Also von allen Disguise-Teilen, die ich gespielt habe. Und ja, das wäre natürlich richtig geil, wenn ihr das auch sehen würdet, denn das Resümee. This guy. I heard you're a former pretty instructor. How can you be so strong? Former? I'm still an active pretty instructor. Displaying such strength, even after losing most of his power, as expected of my lord. He'll be invincible once he regains his power. I must do whatever it takes to make that happen. But before that, I must eliminate all unnecessary factors. It's happening! Now those two will finally be...
I hope you don't think you saved me or anything. No, that wasn't my intention. I was merely suppressing those who resist our invasion of this area. I'm glad. I don't intend on paying you back for your help, which I never asked for. What the hell's going on? Is she really an angel? I've never heard of such a greedy angel before. Hence her nickname, Avarice. She's the complete opposite of purity. Could she really be the wrong lady? But you did save me after all. Saying thanks is free, right? I guess I should thank you. I said it was unintentional. I don't need your unappreciative thanks. That aside, what do you think you're doing, engaging in theft in the Netherworld? You keep bringing up money. How bad is the economy in Celestia? Oh, please. What I'm doing is not theft. I'm carrying out collection in the name of justice. Collection? Sure, it's true that the offerings from the human world have decreased, along with peace and order. And we're struggling to gather enough funds to keep Celestia in working order. But that's all because the demons are slacking off, and humans have stopped being afraid of them. They've stopped believing in God. So I'm only here to collect the money that was supposed to be coming to Celestia in the first place. Hey, now! That kind of logic isn't gonna work here! Whether it will or not, I don't really care. I didn't expect you all to understand in the first place. Oh, and one more thing. My operation isn't sanctioned by Celestia. I'm doing this all on my own. Who cares if you're doing this by yourself? What do you intend to use that kind of money for? Why should I tell you that? How much will you give me if I do? Time is money. I don't have any more time to waste. Whoa! What's this? Ah! Big sis! Desco can't see! Good day, everyone! Where'd that angel go? Did she get away? We must go after her! My lord, please, wait. Our goal is to take control of this area. I suggest we ignore that thief for now. She said she's not a thief. She claimed her actions are justified and that we demons are to blame. That was just her way of defending herself. We don't have time to make stops if we're to accomplish our goal, my lord. I know! Fine. She's probably headed to the largest vault in the area. I'm sure our paths will cross again. If that is the case, what do you intend to do when they do? Well, Will you promise me one thing? If she becomes an obstacle, you will use force to eliminate her. It seems like that angel is a real eyesore for Fenric. I mean, it's natural for demons to despise angels, but... That's not the only reason. It's called jealousy. Source of all negative energy in females.
And just who is jealous of whom, huh? Is there a problem, my lord? Are you putting the well-being of that angel over usurping the regime? That is absolute nonsense! Fine. If she ever gets in the way of us accomplishing our goal, I won't hesitate to take her down. Okay then, my lord. That is a promise. Indeed. It is a promise. Aw, man. Falsy totally fell for Fenfen's scheme. Oh! What's gonna happen to his love? Don't look at me! Ja, ja. Die liebe Vulcanus ist ein Dorn im Auge für den lieben Fenfen. So, was aus diesem... Moment, bevor ich die wende, ne? Heilen, bevor, ne? Nächstes Mal. So. Wir könnten ja eigentlich mal auch mal mit anderen sprechen, aber ja, ist auch wieder asynchron, das ist scheiße. Alles asynchron. Egal. Beim nächsten Mal, glaube ich, werden wir uns mal... Ja, also morgen, denke ich mal, wenn ich es schaffe. Ich werde heute wirklich nur eine kleine Folge machen. Also keine 40 Minuten, so wie gestern. Und hoffen einfach, dass wir wirklich das etwas... Ja, ich sag mal so, das kürzer halten. Ah, das ist wahrscheinlich auch in eurem Sinne so. Ja, ihr seht gerade, beziehungsweise habt ihr gerade gesehen, ich weiß es jetzt nicht. War das sehr zeitnah gestern? Ich kann nicht X drücken. Es geht nicht. Ach super, ich habe auf die PlayStation-Taste gedrückt. Also ihr habt es gesehen, dass das wirklich relativ zeitnah war. Es ist jetzt auch so 22 Uhr, es ist ein bisschen spät. Ich muss noch die anderen Folgen aufnehmen und ja. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das wirklich so mache. Ich werde vielleicht noch ein Infovideo raushauen. Morgen oder so. Weil es ist echt stressig. Zur Zeit. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht gehen mit diesem 5-Video. Und ja. Mal gucken, was rausfällt oder was halt ein bisschen so bleibt. Ich wünsche euch aber dann trotzdem noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann morgen mit Skaya. Also ich würde mal so sagen, dass Skaya und Mitzvahs Call, was ja die Hauptprojekte erstmal sind, weil die anderen beiden sind ja eigentlich halbwegs gut. Yadoku Kong 2 wird noch gern gesehen, habe ich gesehen, und es wird ja noch weitergehen, aber es ist, würde ich mal so sagen, jetzt nicht einer meiner Hauptparts, also nicht einer meiner Hauptspiele. Also nicht mehr, weil es ja schon beendet ist. Aber dennoch. Es wird ja weitergehen. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Und ja. Ich denke mal, das wird dann halt so sein, dass Mitzvahs Call und Vizcaya versuche ich mit den beiden wirklich die ganze Woche durchzuhalten. Noch. Und dann halt habe ich dann nicht so viel Arbeit. Weil es dauert wirklich ewig, bis das alles gerendert ist und so weiter. Das habe ich gestern mitgekriegt. Ich habe gestern den ganzen Abend gesessen und den ganzen Tag und so weiter. Das dauert halt eben. Naja, egal. Ah, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und tschüss, bis morgen.